Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. What the fuck? The Evil Within 2 mit mir, den Simon. Ich hab das gesehen, er ist einfach losgejumpt. Warum hat er das denn gemacht? Habe ich, weil ich B gedrückt habe? Ah, okay, wenn man auf so. Wenn dieser kleine Fall da ist und man B drückt, dann geht er direkt in Deckung von alleine. Das habe ich wohl gerade aus Versehen irgendwie gemacht. Krass. Auf jeden Fall, wir sind zurück bei The Evil Within und schalten den Fernseher aus. Ausschalten. Einfach, weil das Stromverschwendung ist und dieser kleine arme Sohn hier wurde gerade gekillt von seiner Mutter. Oh Mann, Alter, er wurde gezwungen, diese Scheiße zu essen. What the fuck, einfach nur. Und wir werden jetzt kämpfen. Okay, wir müssen uns darauf vorbereiten, gute Headshots zu machen. Können wir vielleicht da durch Headshots machen? Das würde ich gerne ausprobieren. Okay, L. Scheiße, Mann. Das war direkt schon Fail. Da war gerade noch ein anderer Zombie, ne? Er lebt noch. Er lebt immer noch, oder? Nee. Oh Gott, ey. Warum habe ich die schwerste Schwierigkeit genommen? Warum, Simon? Oh Gott. Da, die bewegen sich sogar noch ein bisschen. Oh, das wird kein Spaziergang. Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Ja. Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Das ist doch komisch. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Oh Gott, warum habe ich sie denn angerufen? Wenn ich dann meinte so, ja, halt's Maul. Scheiße, Mann. Das ist doch wirklich scheiße. Warum passiert sowas? Ich meine, bei den ersten Teil habe ich verstanden, da war es irgendwie wegen Ruben, aber hier? Ruben ist hier nicht da, oder etwa doch? Oh Gott, ey, das ist schwer, Kopf-Chat-Shots zu machen. Ich habe noch 3 Schuss. Aber ich finde es cool, dass es das eine Herausforderung ist. Ich meine, es ist ein Horrorspiel. Man soll ja Angst vor den Viechern haben. Und wenn es schwer ist, da hat man auch wirklich Angst vor den Viechern. Weil es einfach schwer ist. Okay. Tja. Ich bin gespannt, wie ich mit diesem Kraut craften soll. Kann ich hier hinlegen? Nee, hier ist teilweise eine unsichtbare Wand. Irgendwas im Auto. Oh. Ich konnte die Hupe benutzen. Warum kann ich denn das machen? Um Viecher anzulocken? Interessant. Okay. Das könnte taktisch sein, so Viecher anlocken mit dem Scheiß. Nun. Also, ich würde sagen, gehen wir weiter, wa? Ich höre hier so ein bisschen was. Das ist eine Kiste. Oder was? Was war denn das? Okay, ich kann Kisten zerstören, das ist toll, aber das erklärt nicht, was das war. Oh, Muni, nice. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin doch, ich glaube, ich bin doch froh, dass ich das so auf mega schwer gestellt habe. Weil dadurch ist es halt auch echt schwer dann, ne? Kann ich die zerschießen? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Also lassen wir das. Aber eigentlich ganz interessant dann, ne? Weil dann dadurch wird halt ein Horrorspiel noch mehr Horror. Ist gerade irgendwie, was ist das überhaupt? Ist das, wird es langsam morgen oder ist es noch nicht ganz dunkel? Das sieht von der Helligkeit ganz komisch aus, ehrlich gesagt. Okay, ein fucking Auto. Klettern. Ich kann auf das Auto klettern. Union! Ey, we're glad you're here! Ja, nice, doch die Kleinstadt. Jetzt kommen wir doch noch in die Kleinstadt, ja super. Fühle ich mich ein bisschen wie bei Alan Wake.
Da war es ja auch so kleinstadtmäßig. Das ist auch ein Spiel, was ich angefangen habe, ein bisschen gespielt, aber nicht durchgespielt habe. Eigentlich schade. Alan Wake ist mega cool. Müsste man eigentlich mal durchspielen. Ist ja auch so ähnlich wie das hier, ne? Auch so horrormäßig. Die Leute, das ist ja auch so ein Dorf dann, ne? Und die Leute verwandeln sich in Monster, halten, sprinten. Ja, okay. Ist das hier ein bisschen Open World dann auch? Dadurch, dass man halt in dieser Stadt ist? Da wird geballert. Das könnte gut und schlecht sein. Das ist natürlich jetzt relativ offen hier alles, ne? Dadurch, dass man hier so rumlaufen kann. Erinnert mich echt ein bisschen an Alan Wake. Nur ist Alan Wake schon ein bisschen... Oh, das ist ein Monster. Nun, will ich da wirklich hin? Sind tatsächlich sogar recht viele Monster. Das sind 4 Stück, Alter. Oh! Das sind Mitglieder. Ah, okay. Die locken noch viel mehr noch an. Oh nein! Oh nein! Okay, Neil ist wichtig scheinbar. Das war der Systemhacker oder so, ne? Mobius-Members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Oh fuck, man. Schleichen, ja. Kann ich bitte hier in die Richtung gehen? Okay, so muss man das immer machen mit der Kamera. Alter, es sind aber viel zu viele Leute. Da liegt doch was, oder? Seht ihr das auch? Ist das was? Ah, eine Flasche. Ha, okay. Okay. Ich sollte das Licht ausmachen. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Schleich-Action. Wenn dein Körper die Farbe wechselt, kannst du nicht entdeckt werden. Da hinten ist, da muss ich hin. Ah, und da wird gerade der Kollege zermatscht. Okay. Bisschen Kraut. Noch eine Flasche. Wie gehe ich nochmal in Deckung? Mit B? Mit B, genau. Okay, kann ich da hinten einfach in Deckung rennen oder so? Oh Gott, die zermatschen den komplett. Das ist tatsächlich eine relativ schwierige Situation. Der eine ist da abgelenkt auf jeden Fall. Der zermatscht den da. Aber der da hinten, der ist eigentlich viel interessanter. Oh, was ist denn das für ein Radius? Der Radius, wo die angelockt werden, oder wie? Komm, geh da hin, Mann. Alter, die roten Augen, ne? Der macht irgendwie nicht das, was ich wollte. Dann dreh dich halt um. Warum gammelt der denn jetzt da so? Komm, geh weg! Du Affe. Alter, er sprintet ja weg. Der eine ist komplett abgelenkt, okay. Oh, fuck, Mann. Okay, habe ich noch eine Flasche? Ja, doch, habe ich, ne? Okay, werfe ich die da hin. Warte, wurde der überhaupt ab... Habe ich den... Ach, ich habe den... Ach, ich habe nicht darauf geachtet, ob der in meinem Bereich ist. Das Ding kann ich jetzt wohl auch nicht kaputt machen. Entdeckt der mich ja wohl. Okay, aber vielleicht kann ich einfach...
glaube, der ist komplett raus aus der Welt, der eine, der da den zermatscht. Es geht nur um diesen einen Typen, der so ein bisschen Patrouille geht. Also komm, beweg dich. Der blickt sich aber auch echt krass um. Bleibt er da jetzt? Alter, wie lange brauche ich denn? Komm, komm, komm. Okay. Boah, man hätte hier so viel falsch machen können. Wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dann ist man ja instant down. Wie er das Messer schon rausnimmt, das finde ich geil. Okay. Schleichen ist, glaube ich, sehr wichtig für mich. Okay, die hinterlassen nicht alle irgendwie solche Loot-Sachen, aber man ist sehr langsam beim Schleichen auf jeden Fall. Okay, den will ich da auch noch zermatschen. Ah, guck mal, da hinten ist da, wo die ganzen sind. Da ist, glaube ich, die Leiche. Ich könnte jetzt auch woanders hingehen, oder nicht? Wenn ich die anderen alle kille? Auch geil, die Animation. Und was bist du für ein Typ? Kann ich nichts machen mit denen. Okay, aber bei dem einen Auto hier, ne? Genau hier. Genau, da war noch ein bisschen Schießpulver. Kümmere ich mich jetzt um die anderen auch noch? Nee, ich denke mal, ich gehe einfach weiter. Das habe ich ja jetzt relativ souverän gelöst. Warum sollte ich die anderen killen, ne? Nur um jetzt irgendwo anders noch hinzukommen? Da geht es auch nicht weiter, ich muss ja hier lang. Okay, drücken. Oh, was hinter mir sind jetzt Fische? Oh. Ja. Okay. Alright. Hopefully that'll hold. Was war das mit den Büchern gerade? Okay, hier drin ist aber irgendwo auch der Typ, ne? Den wir suchen. Alter, das ist ein Fetter. Okay, alles klar. Das war relativ erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die anderen noch alle angelockt habe, aber gut. Okay, ich habe halt die Tür aufgestoßen, richtig, ne? Na gut, suchen wir uns erstmal nach Sachen hier um, ne? Nice, eine Toilette. Aber auch kein Spiegel schon wieder bei dem Waschbecken. Oh. Leben. Wie viel habe ich? Ah, ich bin relativ voll. Da mache ich mir keine Sorgen erstmal drum. Okay, gehen wir... Suchen wir diesen O'Neill, hieß der, ne? Oh Gott. Barrikadiert der hier oder was macht der hier? Don't come any closer. Okay, calm down. Ja, alles gut. Don't shoot. Sag ihm doch, wird von Kidman geschossen. Okay. I'm not gonna hurt you. See? Oh, ich tue seine Waffe weg. Wie er da steht. I'm on your side. You're not Mobius. Na, das stimmt. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius. But I was sent here by them. Okay, glaubt er mir? Have you seen what those things out there? What they can do? Ey, warum zielst du auf mich, Mann? I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security. Ach so, Sicherheitsdienst von Union. Ah, okay. Protecting me was his job. And my job is to solve a hardware issue. Hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. Okay. Bin ich denn jetzt entwaffen? Just a technician. I know. Stop! Or I'll shoot! Er traut sich nicht, ich wusste es. A soldier would have taken the safety off. Oh lol. Das ist voll der Loser. We're on the same side.
Let's try this again. I'm Sebastian Castellano. Oh, ziemlich cool die Szene. I'm O'Neill. O'Neill. Liam O'Neill. Ja, ich habe dein Profil gelesen ein bisschen. So you're not Mobius, but they sent you in here. Oh, es gibt jetzt ein Sprechen? I'm looking for my I'm trying to restore. Oh, ich habe ihr nicht erzählt, dass meine Tochter hier die Fäden zieht. Yeah. Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Wer ist Lily? Look, was? Everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? Oh, man. But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonate at the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. Was Lily? It sounds like a little girl, right? Die weiß nicht, wer Lily ist? Was that her? The core? Der Kern, Lily. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. Okay. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what. No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah. Okay. Okay. Can't hurt, I guess. Oh, ich kann tatsächlich. Lol, das ist ja mega lustig jetzt. Man kann. Die Mission, ihr Team für was Stärkeres. Was Stärkeres? Ihr Team. There were 5 members of your team. There was a security force already in here to help us. But yeah, there are 5 search team members. Wait, did you just say were? I found Baker. He's dead. Oh, das wusste er noch gar nicht. Doesn't surprise me. Überrascht mich nicht. I found a powerful signal and went to investigate. I told him we should just request extraction and report our findings, leave the dangerous work to somebody else. But he wouldn't hear of it, being team leader and all. Always had to be the brave one. You ask me, there's a thin line between brave and foolish. Huh. Yeah. There's a thin line between prudent and cowardly. Oh. Tomato, tomato. I'm not saying. Tomato, tomato. What kind of asshole do you think I am? I hope the others are okay. I'll let you know if I find anybody else. You'd really do that? Thanks. I'd appreciate that. Dich kurz anrufen ist ja jetzt nicht gerade so mega viel. Ich find's geil, dass die Charaktermodelle und so, die sehen richtig cool aus, wenn ich ihn jetzt angucke und so, wie er sich bewegt und wie er spricht, das sieht ziemlich cool aus, alle Vorräte. It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Ah, okay. Well, I'm all ears now. I picked something up from 2 Mobius security team members who were talking about weapons caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. I'm all alone in here. I could use some protection. Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on your communicator. Huh. Follow it or don't follow it. I don't care. I don't care. Okay, es gibt diese Signaldinger irgendwie, die wir folgen müssen. Ich verstehe. Und es gibt aber auch dieses Hauptsignal, was halt Lily ist. Wo er noch nicht mal wusste, wer Lily ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Haben die dir einfach reingeschickt? Ja, guck mal, ob alles in Ordnung ist. Routinearbeit. Verstehe ich nicht. Those things are pretty tough. Takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Okay. Do you know where I can find some of this firepower? Ja, wenn ich Mobius hintergehe. Chaotic out there. You're not gonna find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. Okay. I'll mark its location for you. But be careful. There are a lot of those things hanging around it. Karte hinzugefügt. Ey, dadurch, dass es eine Karte gibt und sowas, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen Open World-mäßiger, dieses Spiel. Die Mission. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. The time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in-and-out job. Rein wieder raus. Home in time for dinner, simple. This is different than anything I've ever seen before. What do you mean? Wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but
What's happening is more than that. This place Der kennt sich schon mit anderen Kernen aus. We use the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the Stabilisierungsemitter? Mobius sent you in here. Shouldn't you know this stuff already? Okay, ganz seltsam. Also, der kennt sich schon mit solchen Dingern aus. Also, ist das nicht das erste oder das zweite Mal, dass die irgendwie so eine komische Welt erschaffen haben? Okay. Erstmal speichern, würde ich sagen. Zack. Okay. Das ist schon Kapitel 3, Alter. Kapitel geht verfliegen hier wie im Flug. Vergehen hier wie im Flug. Okay, mit ihm sprechen kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Das ist die Kaffeemaschine. Wenn du Kaffee in einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Wow. Kaffeemaschinen brauchen nach Gebrauch einer weiteren Kanne. Erbrauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Lol. Okay, alles klar. Here we go, Alter. Das ist ja mega dumm. Kaffee trinken bringt deine Full XP wieder. Lol. Das ist aber auch ein richtiger Gag von den ganzen Programmierern, oder? Programmierer und Kaffee, das geht ja mit... Das ist ja eins dasselbe quasi. Takes the edge off. Oh, wow. Oh, hey. Schießpulver. Munition. Werkbank. Werkkarte, Munition, Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und mit Waffen und Waffenteilen verbessern. Okay, ziemlich cool. Hier gibt es noch ein bisschen Waffenteile. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Und von hier sind wir gekommen. Komme ich hier wieder überhaupt? Bin ich von hier gekommen? Ja doch, oder? Okay. Mit dem sprechen kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Nee. Interessant. Also ich glaube tatsächlich ist das ein bisschen mehr Open-World-mäßiger. Abtrünnige. Untersuche die Mobius-Resonanz. Transporter, Hüterarmbrust. Ah, da ist die Armbrust, okay. Und von da bin ich gekommen. Kann ich raus und reinzoomen? Ja, kann ich. Ah, okay. Interessant, interessant. Ist scheinbar wirklich hier Open-World-mäßiger. Finde ich aber gut, dass die Karte nicht irgendwie angezeigt wird. Einfach rechts unten oder sowas. Das wird irgendwie nicht zu diesem Horror-Ding passen. Und hier sind wir gekommen, ne? Ja, doch sind wir. Sind die Viecher noch da? Ne, die sind jetzt weg. Okay. Und wir können irgendwie die Stimme des Kerns, also von Lily, verfolgen. Oder auch andere, um optionale Sachen zu machen. Ich verstehe. Und da würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter, ne? See you later. Ein bisschen Open World in Horrorspiel reinbringen, aber irgendwie passt das, habe ich das Gefühl. Oh nee, oder? Die kenne ich doch. Wer war das? Wir wissen, wer das war. Oh, und die Musik, ey. Wie in dem ersten Teil. Okay, halten und hinsehen und... Nice, Sebastians Zimmer, der Übergang war ja wieder geil. So wie wir es gewohnt sind. Das war die Krankenschwester. Wie aus dem Beacon-Ding. Das ist meine Katze. Ah, was soll ich hier? Ach, hier ist jetzt auch eine Werkbank. An der war ich gerade. Okay. An der war ich gerade gar nicht. Hätte ich vielleicht mal dran gehen sollen. Sind da Spinnweben um links? Macht voll Sinn, dass so eine Werkbank in so einem Polizei-Office ist, ne? Waffenverbesserungen. Waffenteile brauche ich dafür, okay. Feuerkraft. Feuerrate. Ah, okay, gibt es nicht sowas. Aber man kann die Waffen verbessern? Kann man nicht sich leveln und dadurch was verbessern? Oh mein Gott, ich glaube... Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an Werkbänken und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff... Ach so. Das ist, wenn ich einfach so was verbessern will. Kann ich hier jetzt gerade nicht machen, glaube ich. Ah, ich glaube, ich weiß, was die Olle mir sagen will mit diesem Stuhl da. Ich glaube, da level ich. Oh, lol. Ja, wie im ersten Teil. Hier level ich. Oh, die Musik, Alter.
Oh ja, das kennen wir schon. Hör jetzt First Person? What the hell? Hey, let me out of here. Die kennen wir schon. Hey. Detective Castellanos. What a pleasant surprise. Welcome back. Welcome back. How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Even if that face has seen far too much. You look tired, Detective. I can help you get back in shape. Oh Gott. Ja, leveln, ne? Just like so before. Wie früher. Ach so, deshalb, das meinte die, dass ich halt meine Skills nicht mehr habe, weil ich so wie damals, oh Gott, weil ich jetzt lange nicht mehr was gemacht habe. Okay, was können wir? Gesundheit, Athletic List, Kauffähigkeiten, mich verbessern, versteckt und lautloser vorzugehen, okay. Kampf, Fertigkeiten, Feuerwaffen, Nahkampf, Gesundheit, körperlicher Widerstand, Athletik, Heilung. Okay, das sind die verschiedenen Bäume scheinbar. Wir könnten auf List erstmal gehen. Das erste ist, deine Schritte verursachen weniger Geräusche, dass Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Ich glaube, in die Richtung muss ich wahrscheinlich gehen, oder? Okay, das kann man... Verbraucht ein rotes Gel, um deine Fertigkeit in dieser Art weiter zu... Oh, rotes Gel. Noch vielleicht zwei. Du bewegst dich schnell in geduckter Haltung. Oh, das ist geil. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Okay, hört sich cool an. Was gibt es bei Waffen? Verringert das Wackeln, Zielhilfen beim Schießen. Verringert der Rückschuss beim Schießen. Achso, das Waffen sind jetzt alle zusammen, oder wie? Also nicht mehr einzeln wie vorher. Gesundheit. Steigt das Maximum der Lebensanzeige. Das ist natürlich auch sehr gut. Aber ich glaube... Regeneration der Ausdaueranzeige beschleunigt. Wir können ja jetzt erstmal List machen. Zack. Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Das kostet aber alles viel zu viel. Das ist super. Das war's. Jetzt bin ich hier fest. Tatsächlich, warum... Ach, und hier kann ich bestimmt dann nachher auch die Schlüssel aktivieren. Ach ja, wie cool. I don't understand. This place. You, it's just like Beacon. But this isn't Beacon. This is Union. Union Beacon. It all seems familiar to me. These walls, that chair, you. For me, it's as if nothing has changed at all. Tja, dieses System ist wahrscheinlich mit auf Beacon aufgebaut worden oder so, wa? Oh Mann, ey. Aufstehen. Oh Mann, ist das jetzt die ganze Zeit auch dieses... Oh lol, jetzt wieder normaler Stuhl. Ha. Oh Mann, ey, das ist doch krass. Aber cool. Richtig wie in Evil Within 1. Okay, was können wir hier herstellen? Pistolenmunition. Drei von den Dingern nur? Das ist ja richtig wenig. Ich hab doch mega viel, ne? 664. Waffenverbesserung. Und dafür brauchen wir Waffenteile, von denen wir recht viele haben. Nachladezeit, Feuerkraft. Aller Waffen derselben Kategorie. Halbautomatische Handfeuerwaffen, Handfeuerwaffen mit Feuerstoß. Ah, okay, hier kann ich die Waffen einzeln verbessern, ich verstehe. Okay, Feuerkraft erstmal, oder? Okay, dafür brauche ich 90. Okay, jetzt habe ich nur 35. Waffenteile sind scheinbar sehr wichtig, damit levelt man so ein bisschen. Und herstellen? Also Munition wäre jetzt schon nice, ne? 17 kann ich. Achso, weil ich da Maximum habe. Dafür brauche ich aber schon sehr viel. Ich sollte nicht zu viel herstellen, nachher habe ich 7. Jetzt habe ich 10 Schuss. Ja, nachher kann ich nicht mehr tragen. Das wäre natürlich scheiße, wenn ich Munition finde und die nicht mehr tragen kann, ne?
Okay, hier kann ich sowieso gerade keine Waffe auswählen. Okay, cool. Da kann ich wieder zurück. Hier kann ich speichern. Das machen wir aber gleich erst. Die Folge ist sowieso tatsächlich vorbei, aber wir gucken uns noch kurz im Büro um. Ich meine, hier sollte sich nichts verändert haben, oder? Hey, Katze. Projektor habe ich ja. Ist ja nichts geändert. Oh Mann, wie Beacon, Alter. Genauso wie Beacon. Und hier ist mein Büro. Tja. Oh! Der eine ist nicht mehr da. Und da habe ich sein Foto da dran gehangen. Being the tip of the knife is a dangerous job. Oh, weia, da werden doch noch andere Folgen, oder? Liam habe ich gefunden. Herstellung von Ausrüstung. Gut, dass der überlebt hat und gut, dass wir den zuerst gefunden haben. Oh, Mann. Zack. So, ich würde sagen, das war doch eine geile Session. Ich speichere jetzt eben noch kurz. Als erste Aufnahmesession war das schon ziemlich geil, würde ich sagen. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Evil Within. Und ich werde, für mich endet jetzt hier auch die Aufnahmesession, für euch die Folge. Und wir sehen uns dann in alter Frische in der neuen Folge und für mich die neue Aufnahmesession. Bis dann. Ciao.